Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, erstaunlicherweise, ich habe es tatsächlich vergessen, hat uns doch eine Kanalspende erreicht. Eigentlich mehr so ein Bonus vom Erik, dessen Kanal und so weiter ich euch ohnehin schon wieder in der Videobeschreibung verlinkt habe, wie immer eigentlich. Könnt ihr auch auf seinen Ebay-Shop gehen. Und ab und an kriege ich halt nach einer Zahlung so einen kleinen Bonus. Und diesmal war es wieder soweit. Ich habe hier ein paar Kärtchen bekommen. Zustand von Mint bis Lightly Played. Wir werden uns die Karten erstmal kurz angucken. Wird keine große Folge, eher was für zwischendurch. Und schauen mal, ob die was für die Sammlung sind oder eher für mich privat. Gut. Anfangen werden wir mit der Karte Schmerzen teilen. Kamen. Japanisch. Das hier ist das unzensierte Artwork. Hier haben wir nämlich blaues Blut, das hier rausspritzt. Das ist bei unseren Artworks nicht vorhanden. Ja, also das wurde hier einfach wegzensiert. Mich wundert halt ein bisschen, dass das blau ist. Ja, ich meine, es sieht schon gut aus, aber ich weiß nicht, mit Rot hat es irgendwie realistischer ausgesehen. Vielleicht ist das auch eine Anspielung darauf, dass die beiden hier vielleicht adelig sind oder so, weil blaues Blut und so, ne? Die Karte ist vom Zustand, sagen wir mal, ich würde sagen Exzellenz. Sie hat hier unten einen kleinen Knicken und hier oben einen kleinen Kratzer. Ist also eher was für die private Sammlung. Das war auch schon die einzige Kamen der Sendung. Entschuldigung, ich bin immer noch etwas angeschlagen. Als nächstes haben wir einen Schädelerz und der Wälder der Blitze. Auf Deutsch aus Dark Revolution 1. Der ist jetzt Lightly Played. Der hat ein paar Abdrücke auf dem Bild und eben hier am Rand die ein oder andere kleine Beschädigung. Ist aber noch für die Privatsammlung gut zu gebrauchen, da die Schäden an sich dem Gesamtbild der Karte nichts abtun. Also in meinen privaten Binder kommt die auf jeden Fall. Finde ich echt cool, die Karte. Mega, mega nice. Eigentlich so eine Art herbeigerufener Totenkopf. Ich glaube nur, der Mund ist ein bisschen anders, aber ansonsten sieht er fast 1:1 aus wie der herbeigerufene. Aber sehr, sehr coole Karte auf jeden Fall. Dann haben wir einen Venomenon, der König der giftigen Schlangen. Der ist eigentlich so gut wie Mint aus Tactical Evolution. Ja, ich weiß gar nicht, ob die damals gesucht war. Allerdings ist sie heute, glaube ich, eher so ein Random Ultra. Weiß gar nicht, ob die irgendwas geht oder ob die gerade spielbar ist. Ist auf jeden Fall eine relativ coole Karte, auch in einem relativ coolen Design. Dann haben wir einen Fushio Richie. Der ist eigentlich ebenfalls in einem sehr, sehr guten Zustand. Der ist aus Dark Beginning 2. Er ist nicht ganz Topmin, der hat hier oben eine kleine Welle drin. Man sieht es, glaube ich, hier. Ja, genau. Und hier unten einen ganz leichten Ditch, aber der passt auch noch sehr gut in meine private Sammlung auf jeden Fall. Absolut. Und die Karte ist einfach so, wie eine Oldschool-Yu-Gi-Oh-Karte aussehen muss, ne? Das Monster ist nicht komplett drauf, man hat hier einfach bloß bis zur Hüfte in Anführungszeichen. Es verwest, also ein Zombie, richtig cool. So stelle ich mir einen Zombie heutzutage vor. Die Zombies heute sind meistens klein, niedlich und weiblich. So muss ein Zombie aussehen, Konami. So hätte ich es auch gern wieder. Und ja, dann haben wir einen Schweigsamer Magier Level 8. Der hat halt hier einen relativ fiesen Knick. Und hier auch einen Kratzer, da auch einen Kratzer, aber ansonsten ist die Karte relativ gut zu gebrauchen. Man sieht es, glaube ich, hier, wenn man es gegen das Licht hält, noch ein bisschen, ja, genau. Für meine private Sammlung geht es aber absolut klar, aus MTR, richtig coole Karte. Und dann folgt auch noch gleich der andere Magier, der Level 4er, bei dem sieht es halt so ähnlich aus, der hat hier ein paar Lackabkratzer. Ja, aber ansonsten ist er eigentlich einwandfrei. Genau, dann haben wir den glänzenden Elfen in Parallel aus der Hobby League. Der ist eigentlich vom Zustand auch für die House of Cards Sammlung, die offizielle, absolut gut zu gebrauchen. Soweit ich das beurteilen kann, hat er jetzt keine Schäden und das ist auch mein erster in der Rarität. Also ich habe noch keinen in Ultra Parallel aus der Hobby League. Dementsprechend hier mein erster. Freut mich auf jeden Fall, richtig cool. Dann haben wir ein Playset Creator Swap aus der Hobby League. Die sind auch alle drei Mint. Auch sehr cool. Man sieht es ja, sieht richtig schön aus. Und zu guter Letzt haben wir einen Asura Priest. Da habe ich auch schon ein paar von denen, drei oder vier Stück, auch in einem sehr guten Zustand. Und auch die kommt natürlich in die House of Cards Sammlung. Ja, das war's mit der heutigen Folge Neuzugänge. Ich hoffe, euch hat die Sendung genauso gut gefallen wie ich. Wann die nächsten kommen, weiß ich nicht. Wie gesagt, händlertechnisch ist gerade nicht wirklich was am Laufen sozusagen. Keine Ahnung, wie, wann ich wieder was ranbekomme. Lasst euch einfach überraschen. Bis dahin, ich habe sehr, sehr viel Stuff, sehr, sehr viel alten Stuff, den ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt.
könnt euch ja mal dadurch gucken, falls es euch zu langweilig wird. Und ansonsten kommen natürlich demnächst wieder irgendwelche besonderen Videos. Vielleicht zeige ich mal wieder was etc. pp. Mal schauen. Könnt ihr Vorschläge in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin haltet die Ohren steif.